diskutiere das folgende Gleichungssystem, in dem a einen reellen Parameter darstellt. Wir sollen also dieses parametrische Gleichungssystem diskutieren. Wir beginnen mit der Berechnung der Determinanten. Die erste Spalte dieser Determinanten ist gebildet durch die Vorzahlen von x, also a2 1 minus a, a2 1 minus a. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von y im Gleichungssystem, also 1 minus a a Quadrat. So. Und die dritte Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von z im System, also minus a a Quadrat 1. So. Diese Determinante können wir zum Beispiel durch die Sarrus-Regel berechnen. Wir rechnen also a Quadrat mal minus a mal 1, das heißt minus a hoch 3, dann 1 mal a Quadrat mal minus a, das heißt nochmal minus a hoch 3, und dann minus a mal a Quadrat mal 1, also nochmal minus a hoch 3. Dann minus, minus a mal minus a mal minus a, also minus minus a hoch 3, das heißt plus a hoch 3, dann minus 1 mal 1 mal 1, also minus 1, und dann minus a hoch 2 mal a hoch 2 mal a hoch 2, also minus a hoch 6. Diese beiden Terme verschwinden, weil ihre Summe 0 ergibt, und so bleibt minus a hoch 6 minus 2a hoch 3 minus 1. Wenn wir hier ein Minus ausklammern, so bleibt zwischen Klammern a hoch 6 plus 2a hoch 3 plus 1, also a hoch 3 plus 1 hoch 2. Wir diskutieren zwei Fälle. Der erste Fall ist, wenn diese Determinante 0 ist, und der zweite Fall ist, wenn diese Determinante nicht 0 ist. Erster Fall, die Determinante d ist 0. Das ist der Fall dann und genau dann, wenn die Zahl a gleich minus 1 ist. In diesem Fall ersetzen wir also im Gleichungssystem a überall durch minus 1. Und somit erhalten wir dieses System, das eigentlich aus einer einzigen Gleichung besteht, weil diese drei Gleichungen ja gleich sind. Demzufolge ist dieses Gleichungssystem doppelt unbestimmt, denn wir können die Lösung beschreiben mit zwei Parametern Lambda und μ. Wenn x gleich Lambda ist und y gleich μ ist, dann muss z durch diese Gleichung gleich sein zu 1 minus Lambda minus μ, also so. Im zweiten Fall ist die Determinante nicht 0. Das stimmt dann und genau dann, wenn a verschieden ist von minus 1. In diesem Fall ist das System kramerisch. Wir finden x, indem wir diese Determinante durch die Systemdeterminante d teilen. Diese Zählerdeterminante erhalten wir, indem wir in der Determinanten d die erste Spalte ersetzen durch die Spalte der unabhängigen Glieder, also durch 1 minus a a Quadrat, 1 minus a a Quadrat. Aber diese Determinante im Zähler ist gleich 0, denn die erste Spalte ist gleich zur zweiten Spalte.
Deshalb ist x also 0. Um y zu finden, bilden wir wieder einen Bruch. Der Zähler ist die Determinante, die wir erhalten, indem wir in der Determinanten d die zweite Spalte durch diese Spalte ersetzen, also 1 minus a a Quadrat. Und der Nenner ist die Determinante d vom System. Aber diese Determinante im Zähler, das ist genau die Determinante d. Also finden wir für y d geteilt durch d, das heißt 1. Um z herauszufinden, gehen wir ähnlich vor. Wir bilden einen Bruch. Der Zähler ist die Determinante, die man erhält, wenn man in d die dritte Spalte ersetzt durch die Spalte der unabhängigen Glieder. Und so finden wir diese Determinante im Zähler und der Nenner ist die Systemdeterminante d. Aber in der Determinanten im Zähler sind die zweite und die dritte Spalten gleich und deshalb ist diese Determinante 0, demzufolge ist die Zahl z 0. Also in diesem zweiten Fall ist die Lösungsmenge gebildet durch dieses Zahlentrippel 0, 1, 0. Und seltsamerweise hängt diese Lösung nicht vom Parameter a ab.